Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch, dass wieder mehr Mitglieder der CDU-Fraktion anwesend sind. Der Gesamtvertrag, ja, ich kann Sie nicht hören. Der Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 Urhebergesetz sieht den Einsatz einer sogenannten Plagiatsoftware vor. Diese Plagiatsoftware soll auf den Rechnern von mindestens 1% der öffentlichen Schulen Berlins installiert werden. Das Ziel dieser Software soll die Überwachung von Schulnetzwerken sein, um den Urheberrechtsschutz der Schulbuchverlage sicherzustellen. Wer hat es gesagt? Aber es gibt diese programmierte Software. Danke, danke, danke. Das geht alles von meiner Zeit weg. Aber es gibt diese programmierte Software für die Überwachung noch gar nicht. Und wer hat es gesagt? Und nach der Vorlage der Software wird es eine ausführliche technische und juristische Prüfung geben. Und Sie können sich denken, wer hat es gesagt? Ja, das ist richtig. Es gibt einen Kühlschrank. Und Herr Kohlmeier sagte weiterhin, dass der Berliner Beauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit sowieso einbezogen wird. Aber wann soll das geschehen? Vorher, nachher, mittendrin? Dieser Antrag der Opposition schafft Klarheit. Wir sagen, er soll jetzt einbezogen werden. Er hätte schon bei der Ausarbeitung des Vertrages einbezogen werden müssen. Ich habe mal wieder telefoniert. Das ist Wahnsinn. Also Sie sollten sich diese Telefone auch hier in der Regierungsbank anschaffen. Was man damit erfährt, Sie glauben es nicht. Ich habe mal wieder telefoniert und erfahren, vielen lieben Dank, dass der Berliner Beauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Anfang November aus den Medien von dieser Software erfahren hat. Da war der Vertrag schon seit 8 Monaten unterschrieben. Sapperlot, so gut funktioniert also die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Berlin. Und der Vertrag spricht zwar davon, dass die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software vorausgesetzt sein muss, damit sie eingesetzt werden kann, aber der Vertrag spricht nicht davon, wer die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software feststellt. Meine Güte, das ist so clever. Und jetzt kommen Sie, Herr Kohlmeier, natürlich vollkommen zurecht mit § 24 Absatz 3 Satz 3 Berliner Datenschutzgerecht und sagen, ja, ja, der Berliner Datenschutzbeauftragte wird doch eh einbezogen. Was steht denn da überhaupt? Da steht, der Berliner Beauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit ist über die Einführung neuer Automationsvorhaben und wesentliche Änderungen automatisierter Datenverarbeitung im Bereich der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen zu informieren. Das heißt, wenn die Verlage jetzt clever sind, dann liefern die direkt ein Gutachten mit, dass die Unbedenklichkeit bescheinigt. Zu diesem Zeitpunkt muss sich der Berliner Datenschutzbeauftragte also mit einem Stück Software beschäftigen zur Überwachung von Schulcomputern, das so vielleicht nie programmiert worden wäre, wenn er sich im Vorfeld auch nur einmal mit der Firma unterhalten hätte, die diese Software programmieren soll. Sie wissen ja selber im Moment nicht, welche Firma da gerade am Werk ist. Und er muss sich möglicherweise mit einem mitgelieferten Gutachten und dessen Richtigkeit auseinandersetzen. Wir brauchen also eine Stellungnahme des Berliner Datenschutzbeauftragten vor der Programmierung der Software, in welchem Rahmen so etwas überhaupt möglich sein könnte. Ich vermisse hier auch insbesondere, deswegen freue ich mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, die Vertreter der CDU, die in puncto Datenschutz ja mal gerne, man darf nicht alles machen, was technisch möglich ist, schreien, wenn es medienwirksam ist. Wenn Google unsere Hausfassaden abfotografiert, Untergang des Abendlandes, wie können die nur? Unsere Hausfassaden. Ja? Aber wenn wir in unseren Schulen eine Software zur Überwachung von Lehrern und Schülern installieren, dann passt es wieder. Es sind ja keine Hausfassaden auf den Rechnern. Die eigentliche Frage aber, meine Damen und Herren, ist politisch, will man eine solche Software überhaupt haben? Und ich denke, hier kann ich für die Piraten sprechen, wenn ich sage, nein. Und ich denke, ich spreche hier auch für den gesunden Menschenverstand, wenn ich sage, nein. Was treiben wir denn hier gerade für einen Aufwand, weil Herr Josef Erhard damals diese Überwachungssoftware-Paragraphen hat reinrutschen lassen? Sie können mir doch nicht ernsthaft sagen, dass es besser ist, die Schulen unter Generalverdacht zu stellen und sie dann zu überwachen, weil sie gerade keine bessere Lösung irgendwie parat hatten und wie man digitalisierte Unterrichtsmaterialien vergutet. Denn was ist diese Software denn eigentlich? Diese Software, meine Damen und Herren, ist eine Technologie, um verbotene Bücher zu finden. Sie lassen es zu, dass Verlage definieren, was sich auf Computern in Schulen befinden darf und was nicht. Sie lassen es zu, auf Schulrechnern Überwachungssoftware zu installieren aus privatwirtschaftlichen Interessen.
Gestern sagte der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz auf einer Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung, bei der Überwachungssoftware handele es sich um einen Wunsch der Verlage. Und diesem Wunsch haben Sie nicht widersprochen, als es an der Zeit gewesen wäre, es zu tun. Das können wir jetzt ändern. Diesen Fehler kann man durch den Antrag der Opposition beheben. Und ihm nicht zuzustimmen, wäre ein Schlag ins Gesicht des Datenschutzes und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Vielen Dank. Danke. Der heute so häufig zitierte Kollege